Wir befinden uns am Bahnsteig des Stadtbahnhofes von Altstetten im Rheintal im Kanton St. Gallen und warten auf unseren Zug, der gerade einrollt. Ein Regelzug, aber mit einem ganz besonderen Fahrzeug am Haken. Wagen Nummer 13, ein Beiwagen der Altstetten-Gaisbahn, 110 Jahre alt, ein wahrer Oldtimer. Mit ihm überwinden wir innerhalb einer Viertelstunde 450 Höhenmeter. Wir haben komplett bis kurz vor Gais Zahnstangenabschnitt. Das heißt also, es ruckelt und zuckelt und wir fahren mit sehr mäßiger Geschwindigkeit durch eine herrliche Gegend. Genießen Sie es. Bis Gais erstmal. Auf der Meterspurstrecke muss maximal 160 Promille Neigung überwunden werden. Das geht natürlich nur mit der Zahnstange. Und wir fahren hinaus aus dem Rheintal hinauf ins Appenzellerland. Hier noch einmal ein Blick zurück. Traumhafte Landschaft. Traumhaftes Wetter, traumhafter Zug. Ein Traum, ich sagte es bereits. Die Linie wurde 1911 eröffnet und von Anfang an elektrisch betrieben mit 1000 Volt Gleichstrom. Ein Blick auf das Depot von Gais und wenig später rollen wir im Bahnhof ein. Während die Postbotin ziemlich flott ihrer Arbeit nachgeht, warten wir auf die Einfahrt unseres nächsten Zuges. Auch ein Oldtimer, ein ganz besonderer, wie sich gleich herausstellen wird. Der Triebwagen von 1931, der St. Gallen-Gais-Appenzellerbahn, trägt die Nummer 5 und hört auf den Kosenamen Sfyfy. Das Sfyfy kommt auch aus der Elektrifizierungsjahren 1931 von der ehemaligen SGA. Technisch extrem innovativ dazumals. Das hat radial einstellbare Achsen, also mechanisch, wo in die Kurve rein die Achsen sich dort in die Kurve reingelegt haben. Die Motoren waren am Wagenkasten aufgehängt, wurden dann mit Kardan ins Drehgestelle verbunden. Das System hat man dann beim TGW wieder aufgegriffen. Radial einstellbare Achsen bei der Lok 2000 von der SBB im Jahre 91. Von dem her war es 1931 schon extremer Quantensprung. Und weil es den Bahnen wirtschaftlich nie wirklich rosig ging, hat man sich auch vom rollenden Material nicht gern getrennt. Deswegen haben auch so viele historische Fahrzeuge überlebt. Betriebsbereit und bestens gepflegt. Ist natürlich von der Bedienung her nicht gewohnt mit dem Controller oben, sondern wie halt ein Raddampfer oder ein Schiff mit Ruder, wo du so die Stufen ansteuerst. Aber das ist gewöhnungsbedürftig, aber mir macht es extrem Spaß. Und demher fahre ich halt schon, das Fahrzeug kenne ich jetzt schon seit über 30 Jahren und ja, ich fühle mich darauf halt auch wirklich wohl. Uns Mitreisenden geht es ebenso. Ein historisches Fahrzeug, natürlich mit Holzklasse, aber einem wunderbaren Ausblick. Bemerkenswert ist die Stahlbrücke über die Sitter von 1904. Eine Fachwerkbrücke mit bogenförmigem Obergurt. Von hier sind es nur wenige Augenblicke bis zum Bahnhof Appenzell. Und hier wechselt unser Zug die Richtung. Das heißt, der Triebwagen muss sich an das andere Ende des Zuges setzen und in der Zwischenzeit erfahren wir etwas über den Verein. All die Fahrten, wo der Verein Historische Appenzellerbahn oder das AG2 organisiert, fahren wir in Fronarbeit. Also wir kriegen keinen Zahltag, keine Zeitgutschrift etc. Wenn die Fahrten von der AB selbst bestellt werden, dann sind wir normal bezahlt. Und der Rest ist natürlich Ehrensache, dass man da nicht die Kosten für den Verein in die Höhe treibt, damit man solche Fahrten auch überhaupt anbieten kann. Also das ist, und das macht man jetzt schon
ja, die letzten 4 Jahre hatten sie wirklich gesucht, wer möchte da ehrenamtlich fahren, ohne Bezahlung. Und da sind wir jetzt halt 4, 5 Lokführer, wo das halt jetzt dürfen. Sehr zur Freude vieler Fahrgäste, denn die alten Fahrzeuge sind nun einmal eine Augenweide. Und das in dieser Bilderbuchlandschaft. Der Blick aus dem Führerstand ist einfach immer wieder ein Erlebnis. In Herisau kommt uns nicht nur die moderne Bahn entgegen, sondern hier wechseln wir die Fahrzeuge von Grün-Creme auf Rot. Wir bleiben in den 30er Jahren und sind jetzt auf dem stärksten Meterspur-Triebwagen der Schweiz seinerzeit unterwegs. Es ist der BCE 44 Nummer 30. Auch er führt einen Kosenamen. So, unser Fahrzeug, das Triski, mit Baujahr 1934. Wie oft bist du schon einmal mitgefahren? Das ist jetzt das zweite Mal und das letzte Mal vor 2 Jahren. Dank Corona konnte ich leider nicht mehr damit fahren. Gibt es Schwierigkeiten, dieses Fahrzeug zu bedienen oder Herausforderungen? Also das Fahren klappt wunderbar. Das Problem heute Morgen war, welcher Schalter, welches Knöpfchen für was, so nach 2 Jahren, welches Ventil außen am Fahrzeug. Aber hat geklappt, es fährt. Ja, und es fährt toll, ne? Ja, ist wunderbar, herrlich. Am liebsten nur das. Das kann ich gut verstehen. Der 30er, ich wage nicht seinen Spitznamen auf Schweizerdeutsch auszusprechen, der 30er hat 4 Fahrmotoren und er ist immerhin 65 Kilometer pro Stunde schnell. Ganz schön flott für einen knapp 90-Jährigen. Der allerdings auch die eine oder andere Eigenheit besitzt. Ja, bei dem Wetter ist natürlich auch super angenehm, weil die Frontbeleuchtung anfänglich nur 2 Lampen hatten und das dritte Spitzensignal fehlte, wurde das nachgerüstet. Das ist aber nicht mehr hochspannungsmäßig, sondern ab Batterie. Und damit wir die Batterie speisen können, müssen wir die Führerstandsheizung einschalten, bei denen Außentemperaturen sehr angenehm, auch für die braun gebrannten Beine sehr optimal. Mit anderen Worten, im Sommer kann es auf dem Führerstand hier ganz schön heiß hergehen. Ein Besuch im Appenzeller Land lohnt sich immer. Die Bahnen sind eine Reise wert, die Gegend ist traumhaft und die Mitarbeiter der Bahn sind unglaublich sympathisch. Deswegen kann ich nur sagen, allzeit gute Fahrt.